Ein frohes, gesundes und vor allem sportliches neues Jahr wünscht auch die DKB-Handball-Bundesliga. Und die Stars der stärksten Liga der Welt haben sich auch für 2014 so einige Traumtore vorgenommen. Er hier haut im alten Jahr nochmal so richtig einen raus. Gudjon Valur Sigurdsson trifft im letzten Bundesligaspiel vor der Winterpause per Kemper, aber vom eigenen Kreis aus und übers ganze Spielfeld hinweg. Ein unfassbarer Treffer des THW Linksaußen. Und weil's so schön ist, gleich noch eine zweite Nominierung. Im selben Spiel packt der Isländer noch einen Kemper aus, diesmal ganz klassisch. So auch Steffen Veth von der HSG Wetzlar. Der Flugeinlage des deutschen Nationalspielers geht zudem ein besonders sehenswerter Spielzug gegen die Göppinger Abwehr voraus. Was die können, können wir schon lange, beziehungsweise anders, denken sich zwei Rhein-Neckar-Löwen. Alexander Pettersson bittet zum Tänzchen und setzt dann Bjarte Myrhol sehenswert in Szene. Und der vollendet beinahe noch schöner mit dem Rücken zum Tor. Immer wieder überzeugen uns auch die Akteure aus den unteren Ligen. Uli Seibold aus der Württemberg-Liga trifft per Kemper gegen Bietigheims Zweite. Sein SV Remshalden gewinnt dann auch in eigener Halle das Spitzenspiel mit 32:28. Der sechste Vorschlag zeigt nochmal, wie man auf andere Art und Weise wunderschön abschließen kann. Hannovers Timo Kastening behauptet sich im Gegenstoß gegen Melsungen und schließt per Dreher technisch wertvoll ab. Sechs Treffer, die es alle verdient hätten, zum Tor des Monats Dezember gekürt zu werden. Wer wird's? Die Handballfans haben das Sagen. Ab jetzt und bis zum 10. Januar.